begrüße ich dazu Moshe Zimmermann aus Jerusalem. Guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst einmal, wird die Debatte bei Ihnen überhaupt wahrgenommen? Bisher noch nicht. Das ist Wochenende seit gestern in Israel. Und ich nehme an, dass das erst am Sonntag die Diskussion beginnt. Aber so ein Thema ist bei uns eher Nebensache. Und die Bezeichnung Apartheid ist hier sowieso schon sehr lange im Gespräch. Nun hinken vergleiche ich ja immer, wir wissen das, aber es hat Reaktionen gegeben, zum Beispiel Bischof Desmond Tutu aus Südafrika hat auch gesagt, er hatte solche ähnlichen Empfindungen in Israel. Sie sagen, auch in Israel wird der Begriff durchaus benutzt. Von wem und in welchem Zusammenhang? Weil eben die Kritik an die Besatzungspolitik, die Siedlungspolitik Israel auch in Israel stattfindet. Und deswegen gibt es manche bei uns, die diesen Vergleich ziehen. Vielleicht ist eben der Begriff Apartheid im Zusammenhang mit Hebron nicht besonders passend, weil es hier nicht um das Kernland Israel geht, sondern um besetzte Gebiete. Aber dass dort Unrecht stattfindet, dass die Besatzung gerade in Hebron besonders absurd aussieht, das ist etwas, was wir schon seit sehr langem kennen. Beschreiben Sie die Lage für die Menschen, die in Deutschland oder auch in Europa die Lage in Hebron nicht so genau kennen. Wie zeigt sich das dort? Es gibt ein Abkommen, ein besonderes Abkommen zum Thema Hebron. Hebron ist eine arabische Stadt und in der arabischen Stadt wohnen etwa 500 oder 600 israelische Siedler, die besonders fanatisch sind. Und die leben inmitten der Stadt. Und weil eben diese Leute inmitten der Stadt leben und Angst vor den Attentätern aus der arabischen Umgebung haben, sind zentrale Straßen in der Stadt Hebron gesperrt. Und auf diese Art und Weise sieht man, wie die Besatzung tatsächlich das Leben der Palästinenser im besetzten Gebiet beeinträchtigt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ein extremes Beispiel für die Schäden, die die Besatzung verursachen. Gibt es denn inzwischen immer noch eine Debatte über die Besatzung? Die Gespräche mit den Palästinensern stocken am Ende mehr, als dass sie vorankommen. Gibt es irgendwo aus Ihrer Sicht Aussicht, dass sich das möglicherweise auflöst? Auch die Siedler vielleicht erkennen, dass es am Ende wahrscheinlich kaum durchzuhalten sein wird? Also die Debatte geht weiter, aber die Debatte ist mehr oder weniger festgefahren. Die Mehrheit in Israel betrachtet die Besatzung als irgendetwas, wozu wir prädestiniert waren und überlegt sich keine Alternativen. Und ich nehme an, dass Herr Gabriel zu Recht, als er das gesehen hat, darauf reagiert hat. Ich weiß nicht, ob er da sehr spontan war oder nicht, aber jeder, der aufmerksam wird auf das, was dort geschieht, muss reagieren und die Reaktion ist nicht besonders schmeichelhaft für den Staat Israel. Ist es hier hauptsächlich ein Problem der Siedler oder spielt auch die Sicherheitsfrage im Wesentlichen da eine Rolle? Denn wir wissen ja, Sicherheit ist das zentrale, ja geradezu konstitutive Element der Staatlichkeit Israels. Ist es eher, wie gesagt, diese Sicherheitsfrage auf der einen Seite oder ist es das schwierige Verhältnis zu den Palästinensern, was zu diesen Problemen führt? Also in diesem besonderen Fall steht die Sicherheit nur als Vorwand. Also hätte man diese jüdische Siedlung mitten in Hebron nicht gehabt, hätte man dort keine Sicherheitsprobleme gehabt. Das ist ja das Absurde daran und deswegen kommt eben die Kritik. Man muss nicht unbedingt diese israelische Politik unterstützen, weil eben diese Gruppe der Siedler daran interessiert ist, dort zu leben, mittendrin in der arabischen Stadt Hebron. Man kann auch als Jude in einer arabischen Stadt wohnen, nachdem man zu einer Vereinbarung gekommen ist mit den Palästinensern. Das ist aber nicht geschehen, deswegen die Aufregung, deswegen auch die Reaktion unter den Palästinensern, manchmal in Form von Terroranschläge und deswegen bleibt das Problem. Kommen wir nochmal auf einen anderen Teil der öffentlichen Debatte. Ihr Ministerpräsident, Premierminister Netanyahu ist in den Vereinigten Staaten gewesen und hat, ja, das ist die Frage, hat er Fortschritte aus seiner Sicht erzielt für eine mögliche Attacke auf den Iran oder eher nicht? Also die westliche Sicht oder auch die amerikanische Sicht lautet, Netanyahu musste zurückstecken. Wie ist das in Israel wahrgenommen worden?
In Israel hat der Netanjahu den Eindruck erweckt, dass er einen besonders erfolgreichen Besuch gemacht hat in Amerika und auch Obama beeinflusst hat. Dieser Eindruck täuscht selbstverständlich. Obama ist nicht an einer Attacke Israel auf den Iran interessiert und versuchte durch die Unterstützung der allgemeinen Politik der Abschreckung der Iran Israel sogar davon abzuhalten, einen Alleingang zu wagen. Das ist der Unterschied zwischen der Propagandamaschine von Netanyahu im eigenen Land und dem, was eigentlich in der Tat geschieht, woran Obama interessiert ist. Diese zwei Fragen sind aber miteinander selbstverständlich nicht verbunden. Die Siedlungspolitik, die Besatzungspolitik ist eine Sache und die Iran-Politik ist eine ganz andere Sache. Und man muss hier darauf achten, indem man Iran als größte Gefahr darstellt, versucht man das Problem Palästina oder der Palästinenser zu marginalisieren. Das war Moshe Zimmermann von der israelischen, der Historiker aus Jerusalem zum Thema Palästinenser auf der einen Seite und anderen Diskussionen in der israelischen Gesellschaft. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören, Herr Zimmermann. 6:58 Uhr.